Mit diesem Video möchte ich eine kurze Beratung zum Thema Skilänge übergeben. Welche Skilänge ist perfekt für dich? Und da muss ich direkt einmal einen Zahn ziehen, denn die eine Faustregel für die optimale Skilänge, die gibt es nicht. Es ist immer sehr von deinen individuellen Vorlieben, von deiner Fahrweise etc. abhängig. Doch es gibt ein paar Richtwerte und die möchte ich in diesem Video besprechen. Wie du hier neben mir siehst, habe ich verschiedene Skimodelle mitgebracht, aber vor allen Dingen verschiedene Skikategorien. Und an denen werden wir auch die Skilängen in diesem Video ausmachen. Zur Wahl der Skilänge möchte ich dabei drei Faktoren aufmachen. Das erste ist deine Könnenstufe. Anfänger, Fortgeschrittener oder Könner. Das zweite ist deine Körpergröße und dein Gewicht. Und das dritte, das sind deine Vorlieben, zum Beispiel kurze Radien, lange Schwünge oder auch Tiefschneefahren. Und dadurch ergeben sich verschiedene Skitypen und damit auch verschiedene Skilängen. Starten wir zunächst einmal rein mit der Kategorie der Anfänger und Einsteiger. Grundsätzlich ist es so, dass wir hierbei einen Ski wählen, der etwas kürzer ist. Perfekt ist er auf Kinnlänge gewählt. Bestenfalls ist er nicht zu kurz gewählt, denn dann lässt sich die Skitechnik auch nicht gut erlernen. Ein zu langer Ski macht jedoch das Kurvenfahren schwieriger. Meine Empfehlung wäre dabei ein Allround-Carver auf Kinnlänge gefahren. Das ist auch unabhängig vom Gewicht. Dann gehen wir über zu den fortgeschrittenen Skifahrern. Hierbei eignen sich auch Allround-Carver, Sport-Carver oder auch die All-Mountain-Ski. Grundsätzlich gilt hier, dass wenn ihr eher lange Schwünge fahren wollt, dann ist es so, dass ihr einen Ski zwischen Nase und Augenpartie wählen könnt. Also zum Beispiel Körperlänge minus 5 cm. Wenn ihr dabei aber eher in kurzen Radien unterwegs sein wollt, dann eignet sich auch da wieder ein Ski, der auf Mund-, Nasenhöhe oder eben im Kinnbereich gewählt ist. Auch im Komfortbereich ist es bei den Sportcarvern so, dass ein Ski, der eher auf Kinn- oder Nasenhöhe gewählt ist, die Kurveneinleitung leichter macht und ihr damit nicht so viel Belastung, nicht so viel Druck geben müsst. Bei höherem Körpergewicht empfiehlt es sich bei den Fortgeschrittenen, eine Länge länger zu wählen, denn dabei ist es so, dass ihr ja mit mehr Gewicht, auch mit mehr Kraft auf diesen Ski, auf die Schaufel arbeitet. Und jetzt kommen wir in den Bereich der Könner, die jeden Hang und vielleicht auch verschiedene Schwungformen ausprobieren können. Hierbei eignen sich zum Beispiel Race Carver, Slalom Carver, All Mountain Ski und auch Freeride Ski. Bei den Race Carvern ist es so, dass ihr gut und gerne einen Ski wählen solltet, der auf Körperlänge gefahren ist, damit ihr die langen sportlichen Carving-Schwünge perfekt ausfahren könnt. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch sogar mal an einen Ski rantrauen, der noch länger als eure Körperlänge ist. Da geht es dann wirklich in den Bereich des Race-Ski und da könnt ihr richtig Geschwindigkeit mit aufbauen. Aber Vorsicht, das muss geübt sein. Wenn ihr Liebhaber von kurzen Schwüngen seid, dann sei euch ja ein Slalom-Carver empfohlen. Und hierbei ist es so, dass man diesen Ski kürzer fährt. Tendenziell auf Kinnhöhe. Ich fahre zum Beispiel einen Slalom-Carver in der Länge 1,60 bis 1,65, je nachdem. Bei den All-Mountain-Ski liegt es jetzt ganz an eurer Ausrichtung. Wenn ihr zum Beispiel mehr Off-Piste, also neben der Piste unterwegs sein möchtet, dann lohnt sich ein All-Mountain-Ski, der breiter und auch länger ist, um mehr Auftrieb zu geben. Möchtet ihr mit dem All-Mountain-Ski Kurzschwünge fahren, dann lohnt es sich, den Ski etwas kürzer zu wählen, zum Beispiel auf Augenhöhe. Dann kommen wir bei den Könnern zum Bereich der Freeride-Ski und hier ist es gut und gerne so, dass ihr den Ski auf Körperlänge oder darüber hinaus fahrt. Denn dieser Ski soll Auftrieb im Tiefschnee geben und hat auch vorne meist einen großen Rocker verbaut, den man nicht als effektive Kante, sage ich mal, zählen kann. Das heißt, Freeriden gerne mit langen Latten. Ein kurzer Absatz noch zu den Damen-Ski. Hier gelten die Richtwerte genauso. Möchtet ihr kurze Schwünge auf der Piste fahren, dann wählt einen Ski, der eher kürzer in der Länge ist, sprich Kinnhöhe oder Mundpartie. Möchtet ihr längere Schwünge fahren, vielleicht auch eben mit hoher Geschwindigkeit in die Carving-Schwünge gehen, dann ist es die Augenhöhe oder wirklich die Körperlänge. Ich hoffe, dass ich euch einen guten Überblick geben konnte und möchte euch dazu ermutigen, auch einfach mal verschiedene Skilängen zu testen, um die perfekte Skilänge für euch zu bestimmen. Ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen, was genau hier eingeblendet ist. Bis dahin!